Es bedeutet, dass du zuerst einmal die Absicht hast zu reisen. Nicht, dass du einfach so durch Duisburg fährst und dann mal kurz nach Oberhausen, dann wieder zurück und dann wieder nach Kamp-Lintfort und dann wieder zurück und dann sagst du, ich war auf einer Reise. Ja? Du musst die Absicht dafür haben. Dann musst du deine Stadt verlassen. Das heißt, du musst Duisburg verlassen. Ab Kamp-Lintfort, ja, westlich gesehen, ab Dienstlaken, nördlich gesehen, ab Oberhausen, östlich gesehen und ab Düsseldorf, südlich gesehen. Jetzt für uns, okay? Da kannst du auch vielleicht noch Mörs dazu zählen, ist ja auch, liegt ja auch westlich. Ab der Stadt oder ab dem, wie heißt es? Ab der Stadtgrenze oder dem Stadtschild der nächsten Stadt hast du somit deine Stadt verlassen. Und dann gehört noch dazu der Brauch. Der Brauch der Muslime. Was sagen die Muslime über deine Reise? Ist es überhaupt eine Reise? Also wenn du zum Beispiel aus Duisburg heraus nach Berlin fährst und du fragst diejenigen, die Wissen haben, diejenigen, die Verständnis haben, die Weisheit haben, ist das eine Reise? Was werden die Leute sagen? Die werden sagen, es ist eine Reise. Genauso, wenn du von hier aus nach Hamburg fährst, von hier aus nach München fährst. Dann gibt es wiederum viele Gelehrte, die sagen, ab 70 Kilometer. Ja? Ab 70 Kilometer befindest du dich auf einer Reise. Wiederum andere sagen, du befindest dich auf einer Reise, wenn der Brauch es sagt und wenn du dich selber auch auf einer Reise fühlst. Also das heißt, wenn du tanken musst, wenn du ein bisschen was zu essen nimmst, ein bisschen trinken mitnimmst, ja, dann fühlst du dich auf einer Reise und dann musst du nochmal, wie Sheikh Mohammed Hawid uns auch erklärt hat damals, den Hinweg und den Rückweg zählen. Ja, weil es gibt Leute, die sagen, ja, vielleicht nach Köln zum Beispiel, ach, das ist doch nur um die Ecke. Ist ja eine Stunde Fahrt, richtig? Sind ja 60, 70 Kilometer. Ja, aber du musst ja auch noch zurückfahren. Einmal hin und einmal zurück. Und das ist Anstrengung. Und es gibt eine Regel im Islam. Überall, wo es Anstrengungen gibt, gibt es auch was? Erleichterung. Erleichterung.